Michael Adams für Stock Telegraph von der PDAC 2016 in Toronto. Und ich habe auch die Gelegenheit genutzt. Es sind sehr, sehr viele Newsletter-Schreiber und Experten und Analysten auch hier vor Ort, insbesondere auch Deutsche. Und sie haben mich auch gebeten, dass ich versuche, teilweise den Content, also die Video-Interviews auf Deutsch zu machen. Das geht mit den kanadischen Unternehmen natürlich seltenst, ja, aber es sind sehr viele auch deutsche Newsletter-Schreiber und Analysten hier vor Ort. Und ja, die habe ich vor die Kamera gezerrt und sie einfach danach gefragt, ob ja, wie sie den Markt sehen, ob wir im Rohstoffmarkt das Schlimmste hinter uns haben und wieso die Aussichten sein können. Viel Spaß dabei. Ich bin Hannes Huster von Gold Report. Hannes, erzähl mal zum Markt. Grundsätzlich, sind wir jetzt durch? Ja, geht der Rohstoffmarkt jetzt hoch oder werden wir nochmal einen Downturn bekommen? Ja, also wenn ich mir den Goldbereich anschaue, sage ich mal, dann sind die Zeichen schon eindeutig, meiner Meinung nach, dass wir hier den Turnaround gesehen haben. Wir haben massive Käufe in den Gold-ETFs in Amerika und es hält seit Januar an, den ganzen Februar durch. Und ich denke, dass hier wirklich kleine Prozentteile vom Wall Street-Geld in den Goldsektor rüberkommt. Und man sieht es auch bei den Finanzierungen, bei den großen Goldaktien, dass hier einfach große Nachfrage ist. Man sieht jetzt mehr Takeover, mehr Merger and Acquisitions. Und ich denke, Rücksetzer sind immer möglich, aber diese Rücksetzer würde ich grundsätzlich auf jeden Fall kaufen. Ja, also was den Goldpreis anbelangt, da muss man sich mal die langfristige Entwicklung auch anschauen, beziehungsweise die aktuelle Bewegung, die wir da haben. Wir sind gerade dabei, oder der Goldpreis ist gerade dabei, zumindest in US-Dollar, den stärksten Quartalgewinn seit dem Jahr 1986 aufs Parkett zu legen. Und das ist schon mehr als nur eine kleine Erholung, da sprechen wir schon von einem signifikanten Turnaround. Was die Minenaktien jetzt explizit anbelangt, vor allem den Hui-Minenindex, da haben wir jetzt natürlich seit Mitte Januar fing es an, also da hat der Hui jetzt um 60-70% zulegen können. Das ist auch eine signifikante Rallye, aber wenn wir uns anschauen, von wo wir kommen, von 400-500 Punkten, dann ist das eigentlich nur eine kleine Bewegung. Dennoch sind die 60-70% auch hier wieder mehr als eine kleine Erholung, sondern auch ein signifikanter Turnaround, der die nächsten 2-3 Jahre einen neuen Bullenmarkt bei den Mining Stocks einleiten kann. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, und jetzt bin ich hier mit Dave Hodge. Ich glaube, fast jeder, der sich im Rohstoffmarkt auskennt, kennt auch Dave Hodge aus Vancouver. Er ist bei der Simto Group und ja, es ist wie immer eine Freude. Dave, everybody knows you in the resource sector. So tell me, are we through the worst in the markets? Yeah, will the commodities take up? Will the companies be better? Will financings get easier in 2016 and beyond? There's absolutely no question that the markets have begun to turn. It's really time to let the bull run. As you can tell by the fellow behind me, he would agree with me. Jetzt hier noch den Heiko Böhmer, ausgewiesener Rohstoffexperte, und ich freue mich wie immer, dass ich ihn kurz vor der Kamera habe. Heiko, was ist denn so dein Grundaussage für den Markt? Sind wir durch das Schlimmste durch? Geht es ab jetzt nur noch aufwärts? Und oder wie siehst du den Gesamtmarkt Rohstoffe? Ganz klar, wir haben den vorsichtigen Optimismus, den wir in den letzten Jahren auch schon gesehen haben, momentan ganz klar zu sehen. Aber ich glaube, dass das Schlimmste tatsächlich hinter uns liegt. Ich habe ein paar Newsletter-Autoren angeguckt, Repräsentatoren, die wirklich gut sind, die gesagt haben, Freunde, es gab selten eine Chance, die so groß war wie jetzt. Weil es werden immer weniger Firmen gelistet, es gibt immer weniger neue Projekte. Und die jetzt übrig geblieben sind, da lohnt es sich auf jeden Fall dran. It was Yale Simpson from Exeter. And Yale, what's your feeling about the general markets? Is this the turnaround? Are we through the worst? We could say that on a technical basis, this is the turnaround. But we haven't seen a big retail move into gold. Generalists out there, they're not into gold yet. Okay. That really hasn't started. It might take another $50 in the gold price or $100 in the gold. I don't know. But it's still... We haven't made the big move in the space. Okay, but that's don't the way you? We see our stock trading in talking to investors. It's just people want to believe, yet you don't have a major push by the generalists into gold or these stocks yet. Okay, perfect, thank you. So zum Gesamtmarkt, sind wir jetzt durch das Schlimmste durch oder kommt da noch mal was? Gibt es noch mal einen richtigen Downturn? Oder geht's ab jetzt alles nur noch rosig nach oben? Ja, schön wär's. Glaskugel habe ich natürlich auch nicht, aber zumindest haben wir die Chance, dass es jetzt mal sich stabilisiert. Vielleicht gibt es nochmal einen Rücksetzer und dann wieder aufwärts geht. Ist natürlich schwierig zu sagen. Gold sehe ich ganz gute Chancen, dass wir jetzt so das Gröbste mal hinter uns haben.
Kupfer, Zink haben ja jetzt auch ein paar gute Tage gehabt. Ob das aber nachhaltig ist, das muss man erst noch sehen. Okay, super, danke dir. Dafür nicht. Warum nicht? So sagt man in Hamburg. Also, okay. Was die Gold- und Silberaktien angeht, bin ich mir sicher, dass der Boden jetzt drin ist. Letzten 6 Wochen war die Bestätigung dafür. Goldminenindex HOI hat um 80% jetzt zugelegt und im Hinblick auf den 4-jährigen Bärenmarkt, wo die Aktien jetzt mehr als 85% gefallen sind, stehen die Chancen auf jeden Fall gut, dass der Boden drin ist. Okay, siehst du das nur bei den Aktien so oder auch bei den Commodities selber? Bei Gold kann ich mir noch gut vorstellen, dass wir eventuell noch kurz unter die 1000 gehen, aber bei den Goldminen sollte der Boden drin sein. Es sind im Vorfeld wesentlich stärker gefallen. Ja. Okay. Und die anderen Rohstoffaktien, ja, Kupfer, Eisenerz, wie hast du da Meinungen zu? Ja, Eisenerz, Kohle würde ich weiter meiden, das ist ein massives Überangebot. Kupfer bleibt extrem spannend, könnte aber in den nächsten 2 Jahren noch sehr schwierig sein. Also auf Sicht der nächsten 5 Jahre sollte es sehr gut laufen. Ich denke ja, also mir gefällt es ganz gut, wie der Markt sich jetzt verhalten hat die letzten Wochen. Ich meine, alle reden über Gold und das ist eine gute Bewegung gewesen war und ziemlich stark angestiegen ist. Viel wichtiger finde ich allerdings, dass die Rohstoffe Zink, Nickel, dass die auch gleichzeitig angestiegen sind, obwohl es eigentlich gar keine Zeichen einer Verbesserung wirtschaftlich richtig weltweit gegeben hat. Oder auch in China gab es jetzt keine großen News, dass jetzt die normalen Rohstoffe jetzt auch so stark angestiegen sind. Und deswegen glaube ich, dass der ganze Bereich Edelmetalle und auch Rohstoffe angefangen haben, sich zu drehen. Man wird sicher mal auch ein Turn trend, das ist ganz klar, es kann gar nicht anders gehen. Aber ich sage, wir haben eine 70% Chance, dass wir durch sind. Richtig wissen wir es erst dann, wenn wir durch die 1400 durch sind. Und ja, ich sehe aber eine gute Chance, dass wir im März sogar noch auf 1365 bis 1390 steigen. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder runter konsolidieren auf 1250 oder sowas, wo wir jetzt ein bisschen drüber sind. Und dann dürfen wir durch sein. Aber was viel wichtiger ist, Öl ist letzte Woche ausgebrochen und das könnte natürlich den ganzen Markt anfeuern. Und das, ja, das war's. Ich glaube, wir sind in einem neuen Bullmarket. 2018, 2023. So, ich habe den nächsten Gast gefunden, und zwar Cal Kotechak vom Junior Gold Report. So, Cal, what's your general feeling? Are we through the worst in the resource sector? Will commodity price pick up? Will financing get easier for companies? Well, it's been a very tumultuous 5 years, as everybody knows, in the market. It's very hard for companies to raise money. I don't think we're through the worst of it yet, but I think just like a ship turns, it takes a long time for it to turn, and it's finally starting to turn. I think maybe by late this year, early next year, we're going to be getting into a stronger momentum, and by next summer, we're going to be in a 2010 type of a cycle. I'm wrong. I hope in a sense it's going to happen earlier, but for some reason, I just don't feel internally it's going to happen at this point. And also, it's going to take time for the finance to come back, for all the retail investors to come back, to trust the companies again. So once they see the momentum starting to go, then I think it's going to take some time. Unlike 2010, where it just went skyrocketing up. I think this is going to take it a little bit more, a few more months to maybe a year to propel itself. So, jetzt bin ich hier ganz lustig vor einem Tesla. Ja, und warum das so ist, sagt uns vielleicht der Gianni Kosovic. Er hat auch das Buch geschrieben. Gianni, halt das mal hoch. Auf Deutsch heißt das, mein Elektriker fährt einen Porsche. Genau. In English it's my electrician drives a Porsche, and Gianni is the expert on copper especially, but he also has some views on gold. So what's the outlook? What do you think about copper and the resource market in general? Yeah, really interesting things happening right now. So for about 40 years, it took 15 to 25 barrels of oil to buy 1 ounce of gold. That recently ballooned. It was just last couple weeks, 45 barrels to buy 1 ounce of gold. Not in any crisis did this happen. In my opinion, because of many reasons, with politics and innovation, adoption and fracking, this is decoupled. I believe also that copper is now going to decouple from oil, and it will have a disproportionate benefit. Why? Because as we, you know, oil is energy, and energy without fossil fuels is electricity, right. And electricity demands copper. It takes 400 to 500% more copper for each megawatt of utility when you create and utilize greener and cleaner energy. Okay. Copper has a very bright future, and that's what my book talks about. And of course, my beloved Copper Bank that many of my German fans right. know about is something that we're working very hard towards. Ja, ich habe jetzt den Kai Hoffmann hier vom Investor Magazin und ich wollte eigentlich nur ganz kurz ein Statement haben. Sind wir jetzt, haben wir das Gröbste überstanden im Rohstoffmarkt oder was passiert jetzt auf deiner Meinung nach? Also wie gesagt, Leser meines Briefs wissen eigentlich, dass wir seit Ende Mai letzten Jahres eigentlich schon den Bullenmarkt angefangen haben. Wir
so wird, Musterdepot auch gestartet, letztes Jahr im Mai. Okay. Sehr gute Outperformance gezeigt. Und ich bin fest überzeugt, dass wir wirklich langsam am Anfang von einem Bullenmarkt sind. Vielleicht geht es mal runter, wäre nicht verkehrt. Die letzten Aktien sind ganz schön gestiegen. Also mehrere hundert Prozent dabei gewesen, die einfach mal verdienen, auch wieder eine Korrektur verdienen. Einfach um mal Atem und Luft zu holen. Und sieht aber gut aus. Also. Und Edelmetalle ist dein Favorit oder auch andere Commodities? Im Moment natürlich Edelmetalle. Ja. Andere Metalle, Industriemetalle, Specialty Minerals wie so Graphit, Lithium oder sowas sind natürlich auch spannend. Aber Gold gibt den Ton an und dann der Rest wird nachziehen irgendwann. Die Frage ist wann. Und Palladium, Platin, Kupfer, alles spannend.